So, Kaffee ist fertig. Teil 2 ist draußen. Teil 2 hast du gesehen? Online. Ja, super geil. Einfach nur mal ein paar zusammengeschnibbelte Stücke von dem wunderbaren, geilen Jahr 2022. Ja, so viele Leute mit so vielen Leuten Touren gefahren. So geil, so geile Leute. So viel Sachen erlebt mit den ganzen Leuten. Ja, irgendwo dieses Hobby bringt auch so viele Menschen zusammen. Und diese ganze E-Bike-Haterei und Biobike und E-Bike und diese ganze Scheiße, ja, geht mir persönlich tierisch auf den Sack. Also ich habe da keinen Bock drauf. Wenn da irgendeiner mir querkommt, schieß ihn natürlich zurück. Ich kann mich ja wehren. Aber auf jeden Fall muss diese ganze Scheiße nicht sein. Wir fahren alle Mountainbike. Alle, ja. Die mit Motor und die ohne Motor. Scheißegal. Wir haben genauso viel Spaß mit Motor wie die Leute ohne Motor. Ich bin auch jahrelang, ein Jahrzehnt lang fast ohne Motor gefahren. Also braucht mir keiner erzählen, wie das ist ohne Motor, ne? Also, möchte ich nie hören, habe ich keinen Bock drauf. Wenn ich mich darauf einlasse oder wenn ich mal ab und zu so einen Spaß mache, dann natürlich nur ein bisschen Ironie im Spiel, muss ich mal so sagen. Ne? Aber trotz alledem, Leute da draußen, genießt einfach die Zeit auf dem Fahrrad und scheißt wegen diesen Differenzen. Scheißt da drauf, ja? Nehmt euch davon nichts an, da hat doch keiner Bock drauf. Wir wollen Mountainbike fahren. Und in diesem Video zeige ich dir, wie ich mit ein paar Schmählappen da draußen Mountainbike gefahren bin. Und machst dir am besten einen Kaffee, ne, oder? Machst dir ein Bier auf, reißt dir eine Tüte Chips auf und dann guckst du dir nochmal so ein paar zusammengeschnibbelte Teile, die ich so zusammengeschnitten habe im Jahr 2022. Sind nur ein paar Touren in dem Video, nur ein paar, ne? Aber auch noch eine Message mit dabei, eine kleine Liebeserklärung an mein Fahrrad. Guckst du dir an, Musik ist Geschmackssache natürlich, aber trotzdem guckst du dir an, und lässt du vielleicht irgendwas da, vielleicht auch ein Abo oder die Glocke oder ein Like oder weiß ich nicht was. Ja, oder schreibst irgendwas drunter. Mir egal, ich freue mich über alles, Leute. Wir sehen uns auf dem Trail. Achso, hätte ich fast vergessen. Servus, schön, dass du dabei bist. Technischer Defekt. Ja, servus, ihr Schmierlappen. Schön, dass ihr dabei seid. Hi. Rauf. E. M. T. B. So. Bleib schön dran. Jetzt geht's los. Ah! Echt? Warte, nimm Fahrrad mit. Ich komm, nimm Fahrrad mit. Ei. Boah! Hier bin ich mit dem Kopf gegen gehämmert. Alter, da sind 6,5 Meter bist du geflogen. Hier. Da bin ich mit dem Kopf gegen. Boah, guck mal die Beule an hier oben. Im Helm. Den Rest habe ich mit der Schulter nochmal gegen den Baum. Oh, Scheiße. Wie fühlt sich denn? Guck mal, ob das Fahrrad noch heil ist. Für das Fahrrad ist das kein Thema. Jo, dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich auf dem Trail. Oh. Schmeißt hier alles hin, ey. Oh! Wow, der ist neu. Der ist umgefallen da. Das Ding. Boah! Warte! Kette! Heute habe ich nichts mit. Ich aber, ich habe alles dabei. Was hast du denn da? Du hast 12-fach. Ich habe hier noch SRAM. Geil! Geil! Hier, wir sind wieder hier auf den Home Trails unterwegs und wir sind jetzt von der Sonnenseite rüber gewechselt zum Matsch in Matsch City. Und ja, Mitch hatte gerade eine Panne, aber haben wir total Panne wieder fertig gemacht.
Gemüserunde hier. Ah, ey. Nein. Ey, guck mal, geil, das ist die gleiche Stelle wie letztes Mal, ohne Scheiß. Ja, und ist nicht wieder gerissen. Nee, ist nur abgegangen. Gleiche Stelle. Was ist das für ein Scheiß? Ey, gleiche Stelle wie letztes Mal, ohne Witz. Ah, griffigen. Oh, was ist das? Das habe ich letztes Mal schon gehabt. Guck. Abgeflogen? Genau hier standen wir letztes Mal auch. Da haben wir gesagt, wir schieben wieder hoch. Sollen wir hochschieben? Ja, sicher. Auf jeden Fall. Ich will auf jeden Fall den komplett durchfahren. Guck mal, wir müssen das hier wieder zulegen. Die fahren hier schon wieder eine neue Line ein. Guck dir das mal an hier. So das hier, Leute. Wenn ihr nicht fahren könnt, dann spielt zu Hause PlayStation hier. Da habe ich so einen dicken Baum und lege ich jetzt hier hin. So, Leute. Warte, ich mache nur 3 Wiederholungen. 1, 2, so. Ah, da ist ein Sprung nur. Ja, warte mal, warte mal. Geil, da hat einer mitgedacht. Wow! Oh. Scheiße! Herr Mitch, ey! Ja, hier bin ich auch jetzt reingefahren. Da, und dann da die Furche weiter. Boah, da ist doch ein Todesloch hier, oder? Ey, richtig nice. Ich hab voll... Ich weiß nicht, was ich alles gegessen habe. Ich kann nicht mehr. Komm, Biken, haben sie gesagt. Ist Frühling, haben sie gesagt. In diesem Video siehst du frühlingshafte Trails bei herrlichem Sonnenschein, warmen Temperaturen, zusammen mit Mitch von den Enduro Vibes, der nur noch den Kopf schütteln kann. Unser Lieblingstrails. Und den fahren wir einfach total gerne. Das ist auch gut so. Alter, du bist hier so am Surfen. Dass der frei ist, kann man den vielleicht noch mal ein bisschen anders fahren. Boah. Oh. Scheiße. Schön, schön, schön war die Zeit. Ich bin echt befriedigt. Ja? Eigentlich, ne? Ingo. Ja, genau, der sitzt im Camper mit der Frau, die arme Sau. Der ist am, Campen. Das reimt sich, hast du gehört? Ja. Der sitzt im Camper mit der Frau, die arme Sau. Gut, Ralle ist heute im Reimfieber, vielleicht gibt's da gleich noch. Warte mal. Die Sonne scheint, die Sonne sticht. Horizont im hellen Licht. Erscheint ein Trail. Ob kurz? Ob lang. Omi, wann fängt die Scheiße endlich an? Hi. Lebi! Grüß dich! Servus! Ralle, der Lebi fährt hier einfach vorbei. Ja, da liegt ein Baum, da kommt es eh nicht weiter. Ich wollte hier kurz anhalten. Ja, hier geht es ja nicht weiter. Da habe ich gedacht, da halte ich kurz an. Bevor ich da reinfahre. Aber ich war nicht der Erste, weil hier liegt schon ein Lenkradstopfen. Guck mal hier. Oh, ist das meiner? Das ist meiner. Ich war der Erste, okay. Ohne siehst du in diesem Video? Mit und ohne Brille? Sowohl als auch. Nass geschwitzt bei einer Hetzkampagne hier quasi. Ja, mit dem Ole zusammen bin ich heute in der Savanne unterwegs. Hier sind verschiedenste Tiere, Pfauen, Pferde, hier Gorillas.
Ah, man sieht, die haben auch schon die Affenpocken hinter sich. Kann man hier noch sehen überall? Sind hier noch überall kleine Affenpocken drauf? Und da wünschen wir dir auf jeden Fall viel Spaß. Ne? Spaß. Schön, dass du dabei bist. Oh, genau. Und dann guckst du mal bei den Potridern vorbei. Die machen nämlich auch immer schöne Videos. Am Rad? Wo denn? Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Aber hast du Scheiße am Rad? Ne? Hast du Scheiße am Rad? Dann bist du, dran, dann bist du Scheiße auf dem Rad. Da warte mal, da guck ich mal. Da muss ich gleich mal näher einfangen, ob du Scheiße am Rad hast. Hast du Scheiße am Rad? Geil. Wollt ihr mich verarschen? Nee, oder? Ah, ich würde das auch ungern anpacken. Also. Kannst du auch nicht mal einmal dran. Nee, warte, ich mach den Zungentest. Ich glaube, das ist irgendwie Schnecke oder Apfel, kann das sein? Ah, Schnecke. Nee, Schnecke nicht, aber. Könnte zermatschter Apfel oder sowas sein. Ah, ich sag, es war scheiße. Aber weißt du was? Scheiße bringt auch Glück. Eine Wald, irgendeine Waldfrucht vielleicht. Habe ich die Kamera nicht an oder was? Jetzt ist an oder was? Jetzt ist an. Oder was? nasse, glatte Wurzeln und Stein. Nee! Oh, fuck! Oh, wow, wow! Oh. Junge! Ja, ich sag es dir. Boah, ich komme gar nicht mehr zum Stehen, ey. Guck dir mal diese Wurzeln hier drunter an. Oh, Challenge-Kurve. Wow. Ja, ja. Alter. Ja, das geht ja nicht. Das geht nicht. So, wir haben die Runde beendet. Benni ist sehr zufrieden mit dem Fahrrad. Er hätte nicht gedacht. Die Entjungferung hat erfolgreich stattgefunden, würde ich sagen. Scheiß E-Biker. Ja, ich bin jetzt echt scheiße drauf. Also ich bin schlecht gelaunt jetzt. Wirklich schlecht gelaunt? Ja, tatsächlich. Weil... Das ist tatsächlich ganz gut. Geil. Ich bin schlecht gelaunt, weil das ist tatsächlich ganz gut. Bin ich gerade zu Hause angekommen? Oder was? Hab jetzt ausgepackt hier, oder was? Und wollte dafür nochmal sagen, oder was? Das ist richtig gut für heute, oder was? Das wäre ganz gut, oder was, wenn du mir ganz kurz nochmal antworten könntest, oder was? Da war ja heute auch echt Schnee im Spiel, oder was, ne? Und auch, da war auch rutschig, oder was? Auch mit den Wurzeln, oder was? Und auf die Steine, oder was? Das war schon hart, oder was? Premium Abfahrten dabei heute, oder was? Und auch im Uphill, oder was, denke ich, haben wir da ordentlich Körner gelassen, hier und da, oder was? Ich denke, das war schon im Großen und Ganzen ein ordentliches Türchen, was wir heute gefahren sind, oder was? Da haben wir auf jeden Fall Bedarf an Wiederholung, oder was? Ja. Ich denke mal, du wirst aber wieder ein schönes Filmchen rausschneiden, oder was? Und dann bin ich gespannt, wann er fertig ist, oder was? Und dann kann ich mir mal reinziehen, oder was? Tüte Chips dabei, oder was? Bierchen. Und dann geht er ab, die Luzi, oder was? Ich wünsche dir was, oder was? Nice! Ziel! Was? Bremse gebrochen? Wie ist das denn passiert? Gegen Baum. Ich habe nur gehört, so pling. Ja, das war ich. Oh ne, Hebel gebrochen. Ja. Oh. Alles gut. Ach, scheiße. Aua. Genau hier. Fuck. Warte mal, welche ist denn das? Hinterrad auch noch. Ach du Kacke. EMCB. Sag mal, fühlst du das auch so wie ich? Oder bin ich gerade damit allein? Immer wenn ich deinen Namen auf dem Display seh, geht's mir gut, egal wie's mir geht. Immer wenn ich deinen Namen auf dem Display seh, geht's mir gut, egal wie's mir geht. Ich lauf mit dir über alles, wie mit uns. Zieh bei mir ein und ich trage die Kartons. Kleiner Streit, aber danach ist alles wieder wie gewohnt. Danach ist alles wieder wie gewohnt. Ah, mit dir mach ich Pläne. Jedes Szenario gefällt mir.
Und wenn ich dich sehe, frag ich mich, fühlst du auch so wie ich? Oder bin ich grad damit allein? Kann nicht wechseln von deinem Gesicht. Wie perfekt kann man eigentlich sein? Sag mir, fühlst du das auch so wie ich? Oder bin ich grad damit allein? Auf der Strada ist grad wieder Krieg, aber mit dir vergess ich die Zeit. Sag mir, fühlst du das auch so wie ich? Oder bin ich grad damit allein? Kann nicht wechseln von deinem Gesicht. Wie perfekt kann man eigentlich sein? Sag mir, fühlst du das auch so wie ich? Oder bin ich grad damit allein? Auf der Strada ist grad wieder Krieg, aber mit dir vergess ich die Zeit. Sag mir, fühlst du das auch so wie ich? Scheiße! Weil ich möchte nicht, dass ganz Welt das scheiß das Lebo fährt, Alter. Und er macht mehr Hof mit seinem Fahrrad über. Fand mein Fahrrad so geil. Montreka. Das ist so geil, weil ich behalte es für mich, Alter. Ich will nicht das anderes ausräumen. Nein, das ist mein Fahrrad. Du musst auch nicht 1000 Leute mein Fahrrad fahren. Dann fahren wir die Schmelzbahn, wir oder? Fahren Schmelzbahn, wir genau, fahren jetzt die Schmelzbahn. Wo ist der? Guck mal, hier gibt es jede Menge Informationen. Hier hat auch ein Schlosser noch mal ganze Arbeit geleistet. Und hier kann man... Wir sind hier im Eisenwald. Also rausziehen. Hier kann man sich so ein Heftchen nehmen. Reingucken und wieder wegstecken. Boah, es hat am Stauben hier, Leute. Wir sind hier in November. Boah, es hat am Stauben, mal wie im Sommer, ey. Krass, so matt. So sieht der Trail hier in Iserlohn aus. Also wenn ihr da mal Bock habt, dann fahrt ihr mal hier hin und dann könnt ihr hier ein bisschen fahren. Ich fahr hier durch. Christian, deine Eier hängen unterm Sattel. Ist das so richtig? Ja, muss das so sein? Muss das so sein? Ja. Der Eier hat, muss Eier zeigen. Aber das eine sieht aus, als wenn das weiter runterhängt als das andere. Vielleicht mal irgendwie... Rechtsträger. Ah, okay, gut. Ja. Ansonsten mal einen Termin beim Arzt machen. Ja. Fertig, ja? Ja. Ja. So, der Trail wurde hier extra mit Stöckern zugelegt, damit man den nicht findet. Ich fahre mit Sattel oben. Schön! Also ich würde ja einen Mondraker kaufen. Aber ich kann immer nur sagen, Mondraker ist aber ein Insider auf jeden Fall. So, die Natur gibt uns hier einen wunderbaren Einstieg in den Trail über diesen Baum. Wow! Was hier, Radwandern? Verstehe ich nicht. Was ist das hier? Was ist hier? Ah, hier zeltet einer. Bushcrafting. Ist das nicht verboten? Wo seid ihr? Hilfe! Ach so, hier ist ein Weg. Was? Junge! Ey, was ist das denn? Ah! Ah, shit! Ah,
yeah! Ah, okay. Wow, ist der hoch, Alter. Ist der hoch. Ah, Mann, den meine ich. Den hätte man machen können. Ah, das ist doch mal ein geiler Einstieg. Oh. Boah, ist das dunkel hier, Alter. Boah, wie geil ist das denn? Das ist nice. Boah, wie geil. Hammer. Oh shit. Ist nichts passiert. Boah, die haben da extra schon so einen Baum hingelegt, damit du da nicht durchfährst. Boah, ist das dunkel, das ist wie in einer anderen Atmosphäre hier, ohne Scheiß. Ey, guck dir das mal an, die Farben hier. Hammer. Das ist krass. Wir sind uns ja einig, dass das Mountrecker heute am besten von allen Fahrrädern hier gefahren ist. Deswegen verabschieden wir uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, ja? Ciao.